Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Baschkicks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt. Tut mir bitte einen Gefallen, Leute, und bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr wisst Bescheid, es läuft ein Gewinnspiel, wo ihr die Möglichkeit habt, einen Yeezy zu gewinnen. Und zwar nicht irgendein Yeezy, sondern den Adidas Yeezy Boost 350 V2 im Zebra Colorway. Doch da möchte ich ja noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, werde euch alles weitere nach dem Video erklären. Ich würde sagen, kommen wir zum eigentlichen Video. Let's go! Ja, Leute, ich habe in letzter Zeit ganz viele Anfragen auf Insta bekommen und da wollten echt ganz, ganz, ganz viele Leute wissen, wie ich welche Sneaker mit welchen Outfits kombiniere. Und eigentlich dachte ich mir, ich wollte sowas in der Regel nicht machen. Ich wollte eigentlich hier nur mal Sneaker-Talk machen. Jetzt ist nach fast einem Jahr YouTube aber auch noch ein bisschen Fashion mit dazu gekommen und dann dachte ich mir, okay, nehmen wir doch die Herausforderung an und entfinden uns hier ein bisschen neu. Und da dachte ich mir, ich zeige euch jetzt mal drei Sneaker aus meiner Sneaker-Sammlung, die ich für euch vorbereitet habe und mit was ich die so kombiniere und damit dann so durch den Alltag spaziere. Ich habe hier jetzt vorbereitet, im ersten Video für euch habe ich, wie ihr hier sehen könnt, im Video Nummer 1 einen orangefarbenen Hoodie. Das ist jetzt nicht oversized, beziehungsweise der ist jetzt nicht oversized. Der sitzt aber relativ gut, also true to size eigentlich. Ich glaube, das ist XL oder XXL war das jetzt. Ich weiß nicht, auch ein No-Name-Pullover, nichts Großes, 40, 50 Euro hat der gekostet, höchstens. Also, warum ich den habe, weil es der Beluga-Hoodie ist. Warum der Beluga-Hoodie? Weil ich den mit den Yeezy Beluga gematcht habe, was auch sonst. Kommen wir weiter zu der Hose, die ist nämlich von Fear of God, die habe ich mir 2015 gekauft, die ist aus der Fourth Collection und ja, bringt die guten alten Jerry Lorenzo Vibes, würde ich sagen, an der Stelle. Die passt auf jeden Fall meines Erachtens nach mega zum Outfit, ja, finde ich also meines Erachtens nach ganz nice. Unten dann am Fuß habe ich dann auf jeden Fall den Beluga, wie ihr sehen könnt. Deswegen der V2, damit hat die ganze Reise auch bei mir angefangen. Das ist mein allererster V2, den ich mir gegönnt habe und muss ganz ehrlich sagen, dass das auch mein Lieblings-V2 ist. Natürlich dann auch noch der Zebra auch ganz weit vorne, aber der Beluga, der ist so, damit hat so die ganze Geschichte angefangen und ja, ich muss halt sagen, der hat mich dann doch sehr geprägt. Davor hatte ich natürlich noch den Black Pirate, genau, den Pirate Black, den hatte ich zuerst, das ist noch aus der V1 Silhouette noch gewesen, aber ich muss dann sagen, wie gesagt, der Beluga, der hat es mir dann richtig angetan, der kam richtig fresh und richtig nice und da hat die Reise dann angefangen mit den, da habe ich mich dann entschlossen, der V2-Don zu werden, Leute. Kommen wir zum nächsten Fit. Ihr seht im nächsten Fit rot, schwarz, weiß, rot. Das ist das zweite Outfit und da trage ich ein Jimonji Oversized Colombian Fit Hoodie. Den habe ich auch in schwarz und ja, der hat halt unnormal geballert. Den habe ich mir in Österreich in einer Boutique mal gekauft und das Ganze kombiniere ich mit einer Saint Laurent Jeanshose. Leute, sind das die Old Kanye Vibes? Ja oder nein? Ich denke, das sind die Old Kanye Vibes. Die ist mit so einer meiner Lieblingshosen von Saint Laurent. Die feiere ich halt mega. Die Distress-Löcher da, die sahen immer brutal aus. Schwarze Hose. Dieser mit so einem Used-Look, die war unnormal krass. Und dann habe ich natürlich unten am Fuß, wie ihr unschwer erkennen könnt, einen, richtig, einen Off-White Jordan, ihr wisst Bescheid. Das ist so auch auf jeden Fall mit in meinen Top 5 der beste Schuh, den ich habe. Ich liebe diesen Schuh einfach. Warum mir das, warum ich das Tag da unten so lustig trage, damit das nicht hin und her ballert da und beim Gehen kann das immer so rumflattern und auf dem Boden flattern. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich stecke das da in diese Laces rein und dann so als kleine Hilfe, ne? Ihr wisst ja Bescheid, so, dann wackelt das halt eben nicht so rum. So, und ja. Also ein solides Outfit, Leute, kann man machen. Schwarz und Rot hat gut zusammengepasst, finde ich jetzt. Und ja, das war's mit meinem Outfit Nummer 2, Leute. Und dann haben wir noch ein Outfit. Und zwar haben wir hier ein drittes Outfit, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und trage ich meine Lieblingsbrand. Habe ich meinen Amiri Pullover dort an, in Yellow. Der ist oversized und der sitzt so bequem, Leute. Es ist einer meiner Lieblingspullover. Ich trage den unheimlich gerne. Ich liebe diesen Pullover. Alleine die Farbe. Ich
kann dazu nichts sagen, ich feiere die mega. Ich habe das Ganze gematcht mit einer Amiri Jeanshose, was ein Zufall ist, auch meine Lieblings-Amiri Jeanshose. Ich finde die halt von der Farbgebung unnormal krass. Auch die Farbkleckse, die da halt drauf sind, feiere ich brutalst auf jeden Fall ab und finde, das Ganze passt natürlich auch, wie soll das anders sein, zu den Sass Faller, den ich da anhabe, den Sass Flower, den ich da anhabe. Ja, den Yeezy 700, Leute. Den passt perfekt. Das sind so gelbe Applikationen drin. Und ich dachte, ey, Digi, das matcht doch ganz gut mit dem Pullover. Und deswegen ist das so ein Daily Fit, wie ich dann den öfteren mal rausgehe und mich dann da draußen in der Öffentlichkeit präsentiere. Ja, das war das dritte Outfit, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich hier gemacht habe, dass ich jetzt mal so ein paar Outfits mit reinbringe. Wenn ihr darauf Bock habt und ich sowas öfters machen soll, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, ohne irgendwas jetzt großartig zu werten oder ich will nichts auf die Goldwaage legen, ich will hier keinen Streit anzetteln etc. oder ich will einfach nur, dass jeder weiß, Leute, tragt immer das, was ihr wollt, tragt das, worauf ihr Bock habt und wie gesagt, ich frage auch niemanden so, wenn ich mir Sachen kaufe. Ich frage keinen nach der Meinung, so würde ich nie machen und so. Ich, wie gesagt, jeder soll sich da draußen frei entfalten und soll das tragen, worauf er Bock hat. Und ich habe euch lediglich einfach mal drei Fits gezeigt, weil echt Leute mir langsam anfangen zu schreiben. Und also lieben Dank auch da draußen an jeden Einzelnen, der mir auf Instagram folgt und der mir hier auch auf YouTube folgt und mich da anschreibt und echt irgendwie Fragen hat. Ich versuche mal alles zu beantworten. Es macht mir halt auch unheimlich viel Spaß. Ich würde das gerne auch weitermachen. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habe, wie welcher Sneaker mit irgendwas kombiniert werden soll, dann lasst mich das immer jedes Mal wissen und dann sehe ich das Ganze auch so als Inspiration und werde dann versuchen, irgendwie da so ein paar Fits rauszusuchen und immer mal wieder irgendwie coole Outfits of the Day als Video so verpacken, wie ich das jetzt eben gerade gemacht habe mit irgendwelchen coolen, freshen Sneakern, die ich hier in meiner Sneakersammlung habe oder gegebenenfalls mir auch neu gegönnt habe. Ja, das dazu auf jeden Fall. Schreibt mir in die Kommentare, welches Outfit ihr am besten findet. Von Outfit Nummer 1, Outfit Nummer 2 oder Outfit Nummer 3. Das würde mich schon gerne interessieren. Ansonsten, Leute, wisst ihr Bescheid. Am Sonntag ist es soweit und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen V2 zu gewinnen. Ihr wisst, das Gewinnspiel läuft also jetzt noch eine gute Woche. Und alles, was ihr da tun müsst, seht ihr da oben in der Infobeschreibung, da könnt ihr dann nochmal draufklicken, da gelangt ihr dann direkt zum Gewinnspiel. Ansonsten solltet ihr auf jeden Fall mitmachen, es macht mega, mega, mega Fun. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so lustig anschlägt. Ich bin letztens mal zum Spaß halt durch die Kommentare gegangen, ist mega lustig, was ihr euch einfallen lasst. Leute, ey, wer kommt auf solche Sachen, ne? Ich finde es halt echt mega lustig und ich habe auch schon echt 3, 4, 5 Kommentare gelesen, wo ich schon gesagt habe oder jetzt so grübele, ich sage, boah, ey, wie kommt man auf sowas? Also da sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Aber die Auslosung findet halt nächste Woche statt und ich werde dann natürlich auch nochmal ein YouTube-Video machen, wo ich dann den Gewinner halt auch anpinne. Aber wie gesagt, Leute, guckt euch das Video an und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, stay tuned, bleibt auf Fleek, passt auf euch auf, haut da rein. Euer Baschkeks, bis dann. Peace.